Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSW3. Wir werden ein bisschen mit der G6 rangieren auf der Strecke Dresden-Riesa in Coswig. Und zwar fahren wir rüber zu zwei Gebieten, die man sonst in TSW gar nicht befährt. Und zwar ist das die Betonschwellenfabrik und auch ThyssenKrupp, also die Stahlindustrie. Habe ich mal nachgeguckt, das ist ThyssenKrupp in der Ecke, steht zumindest bei Google Maps. Und wir werden jetzt mal hier in unsere Lokomotive steigen, die ja noch völlig aus ist gerade. Batterie einschalten, Motor starten. Sehr schön. Federspeicherbremse lösen. Ich glaube, auch das hier ist ein Anzeigefehler, dass er die immer noch als angelegt Anzeige zeigt. Weil hier unten ist er nämlich rausgenommen worden. Wir werden es gleich sehen. Ich hoffe, dass wir gleich losfahren können. Nicht, dass die kaputt ist hier, die Bremse. Da müssen wir uns nämlich einen Ersatzlok besorgen. So. Blitzbeleuchtung auf. Rangieren. Wir werden erstmal ein bisschen rangieren. Wir fahren zu beiden hin. Wir müssen verschiedene Wagen holen. Einmal von der Betonschwellenfabrik und danach vom Stahlwerk bzw. der Stahlindustrie. Ich glaube, ich kein Stahlwerk, aber eine Stahlindustrie, die da vorne ist. Da hinten die wunderschönen bunten Züge von Dresden-Riesa mit zwei Intercity und zwei Dresdner S-Bahn-Wagen. Also wir spielen wieder im Fahrplanmodus mit dem Godmode halt. Habe ich mir das hier zusammengestellt und habe die Fahrzeuge dahingestellt. Wir werden dann auch, ich probiere dann nachher auch noch nach Riesa zu fahren. Also mein Ziel ist eigentlich, bis Riesa zu kommen. Ich hoffe, dass das mit dem Godmode auch möglich ist. Ich habe ein bisschen rumprobiert. Sollte möglich sein. So, wir lösen die Bremse. Sehr schön. Das hat mal wieder ausschalten. Das brauchen wir nicht. Ist das hier auch eine Bremse? Die müssen wir auch mal auf Lösen stellen, ja. Sehr schön. Warum ist eigentlich das aus? Kriegen wir das auch an den Displays? Das ist gar nicht, warum die aus sind. Na gut. Hier wahrscheinlich Inno Ebola drauf und so. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie ankriegt. Ich glaube nicht. Wir gucken mal, ob wir loskommen. Gut. Dann los. Ein bisschen beschleunigen. Die VPZB an. Sehr schön. Dann setzen wir uns langsam in Bewegung. Und fahren erstmal vorwärts bis hinten zur Stahlfabrik. Mal schauen, ob das richtig ist. Nein, ist nicht richtig. Huch, das war knapp. Gerade noch die Weichen richtig gestellt. Das sollte man vielleicht vorher kontrollieren. Falsch. Dann geht es für uns nämlich hier runter. Müssen wir jetzt lang? Ist das richtig gestellt? Ist eigentlich egal, was wir nehmen. Fahren wir hier oben lang. Dann müssen wir das hier aber auch noch hier drauf stellen. Ja. Und dann. Sie jetzt sollte alles richtig eingestellt sein bis zum. Hier müssen wir noch wahrscheinlich nochmal ran. Genau. Und dann holen wir die Wagen. Das heißt, jetzt ist alles richtig eingestellt. Bis wir da angekommen sind, glaube ich. Sieht gut aus. Und dann können wir jetzt bis zum Stahlwerk, beziehungsweise nicht, erstmal zum Betonschwellenwerk fahren. Und dort ein paar leere Zementwagen abholen. Oder ein paar Zementwagen. Wie schnell dürfen wir eigentlich hier? Bestimmt nicht schnell, ne? 40 angeblich. Wirklich? 40? Ich weiß nicht, ob das stimmt, dass wir wirklich 40 hier fahren dürfen. Rangieren wir ja höchstens 25, würde ich sagen. Nee, wir bleiben bei 25. Das ist eine Rangierfahrt. Donnern hier nicht mit 40 durch die Gegend. So, hier der Bahnhof von Coswig. Steht doch gerade noch eine Regionalbahn oder Regionalexpress drin. Und wartet auf Ausfahrt. Oh, Parallelfahrt, sehr schön. Hallo Kollege. Er ist ein bisschen schneller, der wird ein bisschen schneller uns gleich wegfahren. Weil er nicht nur 25 fahren darf, weil er eine Zugfahrt ist. Und tschüss. Ich denke mal, ist eine RB Richtung Cottbus fahren die, glaube ich, über Großenhain. So.
So, wollen wir uns mal unseren Helm aufsetzen? Haben wir den überhaupt schon aufgesetzt? Nee, doch haben wir gerade. Ich wollte gerade sagen, haben wir uns den aufgesetzt? Haben wir doch. Weil Safety First und so. Halt für was? Mussten wir hier halten? Weiß ich gar nicht. Wir haben die Erlaubnis. Halt für Zugfahrten, kann ich mir vorstellen. Interessant ist, dass hier links eine Oberleitung liegt, ne? Das ist doch Quatsch, oder? Also ein paar Meter liegt hier links eine Oberleitung. Aus irgendeinem Grund. Kannst du ein bisschen Schwung aufbauen und dich da rollen lassen bis hinten hin? Nein. Keine Ahnung. Ist, glaube ich, nicht richtig in Realität, dass hier links eine Oberleitung liegt. Bestimmt alles. Nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Also hier ist ja richtig. Das sind ja so Masten, die hier einmal überspannen. Aber da haben wir hier halt keine Leitung. Ja, das ist das nächste erst hier vorne. Das ergibt Sinn. Jetzt geht es langsam hier an Coswig vorbei. Wir werden gleich auch auf Bahnübergänge treffen. Da müssen wir ein bisschen bemerkbar machen. Die sind ungesichert. Jetzt geht es für uns links hier raus. Und ich liebe es halt, mit den Gottmord-Sachen zu erkunden. Und diese Gebiete, die haben sie schön, eigentlich ganz schön ausgearbeitet. Aber halt nie genutzt. Und sowas möchte ich hier einfach mal ab und zu zeigen. Na, kommt unser Bahnübergang gleich schon. Einmal gewarnt. Jetzt langsamer werden. Schritttempo. Oder eigentlich vorher mal anhalten, ne? Vorher anhalten. Signal geben. Lösen. Bis Schritttempo zur Mitte des Bahnsteigs vor und dann voll drauf. Bahnsteig, Mitte der Straße vor. Hier ist nicht mal ein Andreaskreuz, die sind ganz ungesichert. Realität wahrscheinlich auch nicht. Sieht gut aus. Komm, jetzt können wir auch los. Auf die 25 wieder hoch beschleunigen. Und dann geht's mit 25 gleich. Na, nicht mit 25 in die Wagen ran. Dann schmeißen wir sie wieder durch die Gegend. Wir nähern uns dann zumindest den Wagen mit 25. Guck mal, ist hier natürlich auch noch ein Gleis hier, ne? Aber nur so ein Teil eines Gleises. Ich freue mich schon, wenn wir eine 232 zum Beispiel haben, mit der wir auch irgendwie. Also, das ist ja keine Rangierlok eigentlich, aber mit der würde ich auch mal gerne ein bisschen rangieren. Mit der Ludmilla. Da können wir dann auch längere Züge rumrangieren. Ich weiß gar nicht, wie viel Power, wie viele Wagen die hier ziehen kann. Ich glaube, wir haben insgesamt am Ende, glaube ich, 8 Wagen oder so. 2 hiervon. Ich meine, von der anderen Seite 6 oder so. Oder 4. Die können auch 6 Wagen insgesamt sein. Also, das sollte noch machbar sein. Ist halt was Langsames heute, ne? Aber Gebiete, die man in TSW halt sonst gar nicht sieht, ne? Da fährt man normalerweise überhaupt nicht lang hier. Oh, hier ist noch ein Bahnübergang. Hätte man vielleicht das gleiche Manöver wie gerade nochmal machen sollen. Aber das scheint hier so ein firmeninterner Übergang zu sein. Das andere war ja eine richtige Straße. So. Dann geht's hier rechts gleich raus. Hier sollte alles richtig eingestellt sein. Und dann ziehen wir die Wagen erstmal raus, würde ich sagen. Fahren dann um die Wagen einmal rum. Und drücken die dann bis zu den Stahlwagen. Ich weiß nicht, ob man das so machen würde, aber so mache ich das mal. Braucht man nämlich nicht so oft nachher die Richtung wechseln. Da sind sie schon. Stehen wir einmal.
Ein bisschen viel gebremst. Das war noch ein bisschen. Nicht viel, irgendwie 3 km/h oder so. Sollten wir da ranfahren. Schneller nicht. Wir sind jetzt schon bei 8 oder so. Das heißt noch ein bisschen runter gleich. Stehen wir noch weit entfernt? Ich glaube ja, ne? Ja. So, noch ein Stückchen vor. Lavang, der Rangierprofi, schlägt wieder zu. Ihr wisst, ich bin super im Rangieren. Nicht? Ja, jetzt sind wir dran. Jetzt können wir es auch ankuppeln. Einmal kurz raus. Helm haben wir ja auf. Kuppeln wir unsere Wagen einmal an. Schön. Und dann wieder rein. Dann einmal die Seite wechseln. Dafür rüsten wir hier kurz ab. Aus. Dann sollte eigentlich alles gelöst sein. Wir können hier mal die auf Halten liegen. Die können wir auf der anderen Seite auch wieder lösen, soweit ich weiß, die Lokbremse. Das heißt, die müsste jetzt auch auf Halten stehen, richtig? Ja. So ist es. Dass er uns nicht wegrollt, während wir hier die Seite wechseln. Hat wieder aus. Das werfen wir hier immer da drauf. Dann ziehen wir sie, wie gesagt, einmal kurz raus, die Wagen. Lösen hier aus. Und fahren langsam los. Man hört jetzt irgendwie auch leicht, glaube ich, ist noch irgendwo eine Bremse angezogen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber eigentlich sollten wir jetzt voll gelöst haben. Ja, weil wir die ganze Zeit gegen die Lokbremse fahren. Ich bin doof, ja. Ja, irgendwo ist eine Bremse angelegt. Ja, die habe ich auch gerade angelegt. Das war eine Lokbremse. Ich hoffe, das passt vom Platz, dass wir da einmal rumkommen. Wenn wir die beiden jetzt hier hinstellen, dann müssten wir die hier... Passt das? Müssen wir gucken, ob das geht, so wie ich mir das vorstelle. Wenn nicht, müssen wir es anders machen. Dass die dazwischen passen. Dass wir überhaupt einmal um die Wagen rumfahren können. Ich meine, das können wir vorne auch gleich machen, ne? Das müssen wir nicht unbedingt hier machen, das können wir auch einen Meter hinten machen. Wenn das nicht hier geht, aber wir gucken mal, ob es vielleicht so geht. Oh, das war wieder die Notbremse hier. Ah, nee, ein bisschen weit, ne? Wir müssen nochmal hinter die Weiche zurück. Das sollte aber funktionieren vom Platz. Okay. Sehr gut. Machen wir mal von hier aus jetzt. Rückwärts. Ganz bisschen zurücksetzen. Dass die hier über der weichen Zunge sind. So, man sollte nicht immer mit dieser Schnellbremsung, ich sag mal Notbremsung, Schnellbremsung hier bremsen, wie ich das Ganze mache. Man hört nicht die ganze Zeit. Das ist irgendwie die ganze Zeit mit der Schnellbremsung bremse. Jetzt stehen sie auf jeden Fall richtig. Dann lass uns mal ganz kurz, oh, das mal kurz per Hand machen, ja. Wir haben das vorhin alles hier von außerhalb gemacht. Jetzt machen wir ein bisschen Weichenstellen per Hand. Finde ich irgendwie auch ganz cool. Also die muss immer so bleiben. Die da hinten müssen wir umstellen. Wir müssen erstmal die abkuppeln. Haben wir noch ein bisschen Bremse angelegt? Nicht, dass sie uns wegrollen. Warte, wir müssen hier mal ein bisschen Luft geben. Also ich gehe jetzt noch mal ganz kurz in die Lok.
Gibt noch ein bisschen Luft drauf auf die Wagen. Ich weiß nicht, ob wir hier noch irgendwo ein bisschen in der Bremse sind. Keine Ahnung. Die halten. Sehr gut. Weil wenn wir dann gleich an die ranfahren und die uns wegrollen, das ist auch doof. Also eigentlich sollten wir ja auch nicht an sie ranstoßen, aber ich mache das ja trotzdem immer. Und wenn die dann ein bisschen gebremst sind, das wäre natürlich ganz gut. So. Dass die uns nicht wegrollen. Jetzt das Ganze nochmal. Abkuppeln. Hinten. Was ist das hier? Das ist schon das Richtige. Zack. Einmal nach links, genau. Und dann sitzen wir jetzt mit der Lok nach vorne. Stellen die Weiche wieder um. Fahren einmal um die Wagen rum und drücken die dann bis zum Stahlwerk oder zu den Stahlindustrien. Ist kein Werk, kein Stahlwerk da hinten, aber zu den Stahlindustrien. Vielleicht sollte man nicht gegen Bremsen anfahren, wenn ich das gut kann. Ach, übrigens, wir fahren auch dort noch vorwärts fahren. Fahren wir eigentlich am richtigen Gang? Ich glaube, wir fahren schon wieder auf dem falschen Gang, denn man muss ja eigentlich den Gang hier einstellen. Kann sein, dass wir den ganzen Ferngang fahren. Ich schau mal eben. War das hier? Schaltung fern. Ja, ich wollte es gerade sagen. Wir fahren nämlich die ganze Zeit im falschen Gang. Ich merkte das nämlich beim Anfahren und so. Auch beim Rangieren. Das geht im anderen Gang wesentlich einfacher, da der dafür gedacht ist, der Rangiergang. Den Ferngang sollten wir einschalten, wenn wir nach Riesa fahren. Einmal umstellen auf rechts. Hallo? So rum, links, wo wir so umstellen. Genau so ist richtig. Links. Dann umrunden wir einmal die Wagen. Wissen wir. Sonst werden wir nach hinten. Dann setzen wir zurück oder wechseln wir die Seite? Ach komm, jetzt so. Nochmal warnen, falls hier jemand kommt. Man merkt schon, jetzt fährt sie wesentlich langsamer an und wesentlich entspannter. Im Rangiergang, weil der Hut dafür gedacht ist. Ich muss ja mal schauen, ob hier hinten alles richtig eingestellt ist. Ja, natürlich nochmal so. Dann haben wir nicht viel Platz. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht überschießen. Die ist leistet da nicht lang, aber die Lok sollte da drauf passen. Ist wirklich knapp, ne? Wenn wir versuchen, da so punktgenau zum Stehen kommen. Dass wir über der weichen Zunge stehen und nicht entgleisen. Das wäre schon ganz gut. Meter. Und abstellen. Jetzt. Passt.
Sollte auch vorne hoffentlich mit der Weiche passen. Kann die Weiche wieder andersrum stellen. Jo. Und es geht wieder vorwärts. Jetzt müssen wir natürlich gleich noch, jetzt stellen wir uns vor, wir haben natürlich gleich kurz einen Rangierbegleiter dabei. Bis wir, wenn wir jetzt wieder in Richtung Coswig und Richtung ThyssenKrupp bzw. Stahlindustrie, heißt es glaube ich, Steelindustrie heißt es glaube ich, hier in TSW, aber ist ThyssenKrupp, wie gesagt, hat immer nachgeschaut. Zumindest stand es so auf Google Maps, keine Ahnung, vielleicht ist es auch nicht mehr so. Aber ich denke mal, das passt. Dann lösen wir aus. Und fahren wir ein Stückchen vorwärts. Aber dann können wir sie nämlich. Dann können wir hinten an die anderen Wagen ranfahren, dann ziehen wir sie raus. Und dann drücken wir sie nämlich auf das andere Gleis und würden dann wieder richtig rum Richtung Riesa fahren. Für alle, die es wundern, was ich hier gerade mache. Ich kann es mal so ein bisschen zeigen kurz. Wenn wir nicht so schnell davon dagegen fahren. Also, wir müssen ja aus der Richtung hier raus. Müssen hier auf das Gleis nachher. Müssen dann so rum wieder in Riesa raus, weil hier keine Weiche ist. Also ist das. Gibt das Sinn, wie ich fahre eigentlich? Ich weiß halt nicht, ob man das machen würde, dass man jetzt die Wagen so lange drückt. Aber zwei Wagen sollte man, sollte die Lok auch hinkriegen. Zu drücken und nicht zu ziehen. Die Weichen waren da schon richtig gestellt. Dann fahren wir jetzt ganz entspannt. Passt alles sehr schön. Guck mal, es ist eigentlich wirklich schön ausmodelliert hier, ne? Man hat es halt nie gesehen, weil es hier keine Aufgaben gibt in dem Gebiet. Und dafür ist der Godmod halt super geeignet. Jetzt gehen wir wieder rein. Nicht, dass wir gleich hier irgendwo gegenfahren. Und das andere, das Stahlwerk, sieht auch total super aus. Werdet ihr gleich sehen. Auch da. Schade, dass man das im normalen Szenario nie zu Gesicht bekommt und so. Deswegen machen wir hier diese Touren hier. Wir stehen schon wieder. Haben wir gar nicht machen müssen. Oh, da waren. Das war wieder mit 5 oder so. Nicht mit 3 km, sondern mit 5 dagegen geballert. Rangierprofi, ne? Hatte ich schon mal gesagt. Alter, ja. Geh auch in die Bremse, bitte. Danke. So. Perfekt. Und dann... Können wir das hier eigentlich beibehalten? Können hier wieder auslösen? Ach ja, das ist reingehen. Hier lösen. Lösen wollten wir. Ne, Quatsch. Wir lösen. So rum. Profi. Bremsprobe war das. Das war nur eine Bremsprobe. Soll man ja machen. So. Dann. Die 3. Und wir gehen mal hier vorne hin und machen die Rangierbegleiterkamera. Ist die jetzt richtig gestellt? Ne, ist sie nicht, ne? Ich mache jetzt von hier aus. Jetzt, ja. Jetzt sollte das alles passen. Jetzt können wir schon mal eigentlich schon mal die Weichen bis hinten durchstellen. Das hat hier können wir so lassen. Hier können wir auch so lassen. Hier müssen wir so lassen, sonst. Ne. Ist sogar falsch gestellt. Guck mal. Kamen wir nicht von dem Abschnitt? Ne, woher kamen wir denn? Okay. Interessant. Hat die sich umgestellt? Naja, auf jeden Fall, jetzt passt sie. Hier unten lang. Dann hier. Da kommen wir her. Da stand unsere Lok vorhin. Jetzt müssen wir hier runter. Machen wir das. Ich glaube, wir stehen rechts oder links. Wo stehen die denn? Rechts. Okay, dann können wir das hier auch so einstellen. Zack. Zack. Das ist auch richtig.
Das ist jetzt falsch, genau. Wir müssen jetzt hier. Das wollte ich haben, genau das. Und dann die Weiche bitte so. Ja, sollte passen. Die ist auch falsch gestellt. Die ist richtig, die ist jetzt richtig. Dann sollte das alles passen. Ich kontrolliere noch einmal ganz kurz hier. Ja. Hier fahren wir so ein bisschen nach links. Dann fahren wir hier so. Hier bleiben wir so. Sieht gut aus. Perfekt. Okay, gut, dann. Auf geht's. Mal gucken, wie schnell wir... Ich kann das gerade so ein bisschen einschätzen. Ich werde mal ganz kurz das gleiche HUD anmachen, dass ich sehe, wann ich bei 25 bin und werde dann vermutlich größtenteils rollen lassen. Das ist ja auch noch eine Ecke weg, ne? Wir sind ja erst bei 10 km/h oder so. Ich weiß gar nicht, vielleicht muss man sogar, wenn man so Wagen drückt, weil wenn man einen Rangierbegleiter hat, darf der bestimmt da trotzdem 25, oder? Gibt es da dann eine andere Geschwindigkeitsbegrenzung? Ich denke, der darf da trotzdem 25, so wie wir gerade fahren. Bei dieser Firmenfahrt hier, bei dieser Firmenstraße, da werde ich nur warnen. Und bei der anderen machen wir das bei der Hauptstraße gleich. Machen wir das nochmal richtig. Da bleiben wir dann gleich stehen. Und setzen dann langsam... Geben nochmal kurz Signal, setzen dann langsam vor bis zur Mitte der Straße und schleunigen dann wieder raus. Noch ein bisschen schneller, ne? Wir sind bei 10. Dann bin ich mal gespannt, ob das klappt, dass wir nach Riesa kommen. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich hatte es vorhin mal ein bisschen ausprobiert. Blog guckt nochmal, ob ich irgendwie einen Gleisplan von Riesa GBF finde, dass ich weiß, welches Gleis ich da anklicken muss, damit wir da hinkommen. Gab's nicht, aber vielleicht geht's auch so. Wir werden sehen. Kann sein, dass wir bis Riesa kommen. Kann aber auch sein, dass wir vorher irgendwie wieder Probleme haben. Hatten wir ja letztes Mal auch, als wir mit der 155 hier einen so einen Sonderzug gefahren sind. Verstärkerzug. Hier ist nochmal so ein kleiner Firmenbahnübergang. Vor dem werden wir nochmal kurz warnen. Guck mal hier, wie viele Details hier auch drin sind. Mit den ganzen Einfahrten, den Zäunen, den Autos. Jetzt sind wir, glaube ich, leicht zu schnell. Ne, sind wir gar nicht. Wir sind bei 17. So. Wo ist denn die große Straße? Da haben wir sie. Dann rein. Das war schon wieder, glaube ich, eine Schnellbremsung. Ja, war's. Wenn ich doof bin. Aber wir wollten ja auch davor anhalten. Das war noch ein bisschen früh angehalten. So. Das ist immer gar nicht so schwer, gar nicht so leicht zu sehen, wenn man das HUD aus hat. Langsam. Langsam vortasten, gucken, dass keiner kommt. Links kommt nichts, bisher rechts kommt nichts. Ich meine, die sind wirklich hier, ne? Ne, kommt nichts. Und dann beschleunigen. Sowas wäre halt für Multiplayer so gut. Da freue ich mich auch schon bei SimRail, wo ja wahrscheinlich so ein paar Folgen gekommen werden sein. Oder gekommen sind. Kommen werden sein. Meine Grammatik ist heute wieder gut. Wenn diese Folge raus ist. 20, ja, ist in Ordnung. Und
Da bin ich auch mal gespannt aufs Rangieren und den Multiplayer. Weil so welche Sachen hier, Rangierbegleiter zum Beispiel, einer Rangierbegleiter, einer Lokführer, das wird schon cool. Da würde sich das in TSW halt auch super anbieten. Es hat ja schon 34 Minuten gedauert, bis wir da angekuppelt sind. Huiuiui. Könnte anderthalb Stunden werden, die Folge, aber ist halt so. Rangieren ist nicht schnell. Vor allem, wenn man mit 12 hier rumfährt, dann ist das jetzt recht nicht schnell. Können 25 fahren, dann lassen wir uns mal ein bisschen schneller wieder beschleunigen. Und dann geht es nochmal an Coswig vorbei. Vielleicht sehen wir ja so dann nochmal einen Zug. Und ein bisschen Zugverkehr ist jetzt hier nicht. Der Fernverkehr wird ja... Also ein bisschen Zugverkehr ist ja jetzt hier. Aber der Fernverkehr kommt ja jetzt hier nicht lang. Der fährt ja außenrum. ICEs und ICEs, aber... Ein Güterzug könnten wir sehen. Oder Regionalzüge. Mal gucken. Sieht man. Also schnell wieder weg. Und da steht noch eine S-Bahn Richtung Meißen im Bahnhof. Das ist eins Richtung Meißen-Triebestahl. Fährt hier auch noch was? Wie spät haben wir es denn? Ich habe keine Uhrzeit hier. Okay, war nicht schlimm. Nicht so wild. Da fährt er wieder ab. Mit dem einen. Ist das ein Intercity-Wagen? Ja, ist ein Intercity-Wagen. Noch 146 hinten dran. Da bin ich mal gespannt, wie wir die 6 Wagen gleich rangiert kriegen mit der G6. Sollte aber klappen, glaube ich, von der Zugkraft. Stopp! Nee, ist richtig. Ist richtig. Die Weiche hat sich gerade... Oh. Die Weiche hat gerade was aus der Entfernung was anderes angezeigt. Habt ihr das gesehen? Ist ja gemein. Aber ich hatte schon halbe Panik gekriegt. Ich dachte, hier stellt sich irgendwie eine Weiche um. Weil zum Beispiel hier, wenn sich hier eine Weiche umstellt, da musst du schnell reagieren. Guck mal, die ist jetzt zu Ende, die Strecke. Das passt auch. Hier sind wir gestartet, hier vorne. So, schön. Und dann geht's für uns rüber. Stahlindustrie. Was ist jetzt los? War ich zu schnell? Ach, über 25, ja, wahrscheinlich. Der bremst nämlich automatisch über 25. Hat sich gar nicht gedacht. Aber ist schon richtig. Vielleicht fahren wir auch auf 30 oder so, was bei uns gebremst hat. Aber wenn man im Rangiergang ist, dann kann man nur 25 fahren. Ja gut, ergibt auch Sinn, ne? Rangierfahrten 25. Scheinbar. Dann war dieses Tiet immer, dass er kurz gemeckert hat, weil wir ein bisschen zu schnell waren. Noch ein Regionalexpress ausgefahren. Den haben wir doch vorhin schon gesehen. Ich glaube, den haben wir wirklich vorhin schon gesehen. Der kam. Der ist jetzt schon wieder auf dem Rückweg.
Oder habe nur ich den gesehen? Ich weiß es gar nicht. Als ich die Folge vorbereitet habe. So, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Bahnübergang. Eine Bremse. War wieder viel zu früh und viel zu stark. Ob ich es heute nochmal irgendwie lerne, ich weiß es nicht. Muss eigentlich direkt davor anhalten, soweit ich weiß. Hier ist nämlich auch wieder eine größere Straße. So, jetzt anhalten. Nochmal warnen. Ich sehe, dass niemand, der hier kommt. Und dann lösen wir jetzt aus. Fahren langsam bis zur Straßenmitte. Und geben dann wieder Schubrakete. Also ich glaube, dass ich das richtig mache. Kann auch sein, dass ich es falsch mache, aber ich meine, das wird so richtig gehen, wenn er halt ungesichert ist. Und ich meine, so ein Andreaskreuz ist ja schon eine Sicherung zum Beispiel. Das heißt ja schon, Schienenfahrzeuge haben Vorrang, aber hier ist nicht mal ein Andreaskreuz. Also müssen wir das, glaube ich, so machen. Jetzt dürfen wir wieder ein bisschen hoch beschleunigen. Und da hinten stehen uns schon unsere Wagen. Da sieht man sie schon in der Entfernung. Steht noch eine weitere 363. Falls unsere ausfahren sollte, haben wir also noch einen Ersatzlok hier. Die hier gerade noch rumsteht. In schönen alten Blau. Und guckt euch mal an, hier das ganze Gebiet ist auch schon wieder schön detailliert. Und sieht man halt nie in TSG. Es ist wirklich. Hier führt überhaupt keine Aufgabe hin. War ein bisschen viel wieder gebremst. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen ins Bremse gehen. Man kann das schlecht abschätzen, wenn man das HUD aus hat, ne? Aber ohne HUD sieht es deutlich besser aus. Aber hier auf dem Firmengelände, vielleicht sollten wir ja auch nicht so rasen. Da reißen dann, glaube ich, auch 10 km/h zum Beispiel. Das ist immer so eine Firmenstraße. Da werden wir jetzt aber nicht voranhalten. Fahren wir hier links lang, dann die nächste rechts und dann kuppeln wir da an. Zum Beispiel mit dieser Brücke hier oben, ne? Gibt's die? Haben sie die extra hierfür gebaut? Ich glaube ja, ich habe die bisher noch nirgendwo sonst gesehen. Das ist dann schade, dass das dann nicht gezeigt wird. Weil diese, es ist keine Brücke, es ist eine Stahlkonstruktion. Wollte ich, genau. Ich mache noch ein bisschen schneller, obwohl wir können auch mit 11 jetzt ranrollen, das passt ganz gut. Also wir sollten vorher noch ein bisschen runterbremsen, mit 11 an die Wagen knallen, ist nicht so schön, aber zumindest bis kurz vor den Wagen können wir mit 11 da ranfahren. 11 km/h.
Und dann setzen wir wieder vor und dann müssen wir uns, müssen wir Fahrdienstleute anrufen, ob wir auf das Gleis in Riesa dürfen, in Kostvik da erstmal dürfen und dann weiter nach Riesa. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Könnte also schon wieder, keine Ahnung, 1,5 Stunden oder so werden. Longplay. So. Wie schnell sind wir? 10. Ach, so ein bisschen was hat noch gefehlt. Jetzt können wir nochmal ganz langsam nochmal ranfahren. Stopp, 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 stopp. Wie auch direkt wieder ranfährt, ne? So, jetzt. Ich weiß, da bin ich glaube ich schon wieder in Schnellbremse gegangen. Zack. Haben wir die auch angekuppelt. Das sind die Stahlwagen. Also unser Zug besteht aus 6 Wagen. Sehr schön. Und dann rüsten wir hier mal ab. Aus. Lösen. Die auf Halten legen. Dass er uns nicht wegrollt, obwohl es ja hier eben ist. Aber sicher ist sicher. Sonst die Bremse mal voll auslösen. Dann können wir schon mal die Seite wechseln. Ich würde sagen, wir bleiben jetzt auch im Rangiergang, bis wir dann wirklich auf Strecke sind. Wir können eigentlich schon mal die Lichter hinten ausschalten. Müsste hinten ohne Schlusslicht sein. Wir fahren, glaube ich, falsch rum jetzt. Wenn man das so sieht. Nee, andersrum. Wir fahren richtig rum. Also mit dem langen Teil der Front nach vorne. Ohne Schlusslicht. Jetzt sollte es passen. Sehr schön. Zugschlusstafeln haben wir jetzt nicht dran. Schade, dass man die in TSW nicht ransetzen kann, ne? Oder geht das? Ich probier's mal. Ich glaube nicht. Würde mich wundern, wenn es da eine Funktion für gäbe. Hier fehlen nämlich noch Zugschlusstafeln. Es könnte jetzt auch sein, dass das so eine Funktion ist, die ich bisher bei TSW noch nicht entdeckt habe. Ich meine, Stufen hinaufsteigen, ja nett, aber Zugschlusstafeln reinsetzen? Nee, wird wohl nicht gehen. Schade eigentlich. Egal, hat keiner gesehen. Also wieder vorne rein. Und die Weichen können wir jetzt eigentlich so lassen. Sie fahren PZB an. Ich weiß gar nicht, wie PZB. Ich weiß nicht, ob man bei so Rangierfahrten PZB anhat, aber ich denke ja. Eigentlich muss man die immer anschalten. Nee, muss man immer anschalten. Ja. Auch wenn sie hier nicht benötigt wird. Wir tatsächlich keine Signale haben. Bis wir dann kurz vor Crosswick sind. Aber die denken mal, die muss man immer anschalten. Weiterhin 25, bis wir zur Zugfahrt werden. Und ich denke, zur Zugfahrt werden wir erst, wenn wir uns auf den Weg nach Riesa machen. Noch ein bisschen warnen.
Was ist los? Zu schnell? Wofür ist er gerade in die Eisen gegangen? Weiß es nicht, ehrlich gesagt. Wir waren nicht so schnell, oder? Nee, wir waren nicht über 25. Aber er ist schon am Ziehen, ne, mit den Wagen. Aber gut, wir sind auch im Rangiergang, ne, darf man nicht vergessen. Ich glaube, im Ferngang sieht das nur ein bisschen anders aus. Mit einem gewissen Gewicht haben wir jetzt hinten dran. Die scheinen alle beladen zu sein, die Wagen. Denke ich mal, keine Ahnung. Kann ich gerade schlecht einschätzen. Wir können ja mal Spaß dabei gucken. 257 Tonnen. Beladen, oder? Ja, eindeutig. Ich glaube, 90 Meter langer Zug. Oh, jetzt kommt wieder die Straße. Da müssen wir wieder in die Bremse vorher. Ja, wir sind jetzt auch ein bisschen so über die Straße gedonnert, ne? Ja, sind wir. War das eigentlich eine Lieferzwang? Ich weiß gar nicht, was das jetzt hier gerade wieder für eine Zwang war, warum wir gerade runtergebremst wurden. Naja. Aber ist auch ganz richtig, wir sind nämlich fast, oh, hier wieder ohne zu gucken, auf die Straße drauf gedonnert. Das sollte man vielleicht nicht machen. Auch wenn ich dank TSW weiß, dass hier nichts fährt. Ich wollte eigentlich schon realistisch fahren. Na? Jetzt geht's wieder voran. Und der letzte war vor bis hier. Und fragen uns dann, dass wir hier, glaube ich, 9A irgendwo frei bekommen. Ich glaube, das ist 9A hier vorne. Und dass wir dann vorwärts, dann dürfen wir vorwärts wieder rauskommen, oder? Kommen wir dann vorwärts Richtung... Okay, doch sollte gehen. Ich glaube, wir sollten dann vorwärts irgendwie Richtung Riesa rauskommen. Sollte funktionieren. Ich guck mal ganz kurz. Jetzt hier in das Gleis reinfahren. Sifa? Das war, glaube ich, wirklich vorhin die Sifa-Zwang, sei einfach nur. Die Sifa macht ja nicht durchgängig Geräusch, macht sondern so düt, düt. Na, hier ein Zug gerade unterwegs. Nee, bisher nichts. Eigentlich ist Kostweg immer gut befahren. Aber vielleicht haben wir dann auch gleich mal Glück und haben eine Lücke im Fahrplan, wenn wir da lang wollen. Es kann natürlich sein, dass wir dann irgendwie einen Zug folgen. Was sogar ziemlich wahrscheinlich ist, dass wir noch irgendwie rote Signale treffen oder sowas. Wie schnell sind wir? 20, wir nehmen Leistung raus. Sifa. Ich glaube, die Sifa muss dann noch ein bisschen länger drücken. So, die Taste Q muss noch ein bisschen länger drücken, damit er die Sifa bestätigt. Da ist noch eine Ecke, ne? Da vorne die nächste Abzweigung ist unsere, ja. Ja.
Und da steht ein weiterer. Regionalexpress oder eine S-Bahn? Ich spiele mit so zwei. Hier sogar drei IC-Wagen. Interessant. Sogar fast ein kompletter IC. Ja, hier fehlt nur der Lok und der erste Wagen. So, warten wir einmal, bis wir darüber sind, über die Weiche. Wo wir dann Fahrdienstleiter mal kurz anfragen können, ob wir darüber dürfen. Ich glaube, wir müssen einen Trick anwenden, um dahin zu kommen. Weil ich habe was gelernt, was den Godmode angeht. Und das werde ich jetzt gleich auch umsetzen. Also nicht wundern, was ich gleich mache. Oder ich werde es erklären, ich werde nämlich gleich die Lok von den Wagen abkoppeln. Bei der Max finde ich, wenn man verschiedene Fahrzeuge den Weg freigibt. Wenn man aber nur eine Lok den Weg anfordert, dann geht das meistens. Deswegen werde ich jetzt abkuppeln und werde mir dann den Weg frei anfordern. So, ich stehe noch drüber. Perfekt. Und leider ist meistens, wenn man einmal den Weg falsch angefordert hat und das nicht funktioniert, dann sitzt das noch nicht wieder zurück. Also muss man schon aufpassen, was man macht. So, einmal abkoppeln. Dann wieder reinsetzen. Oh, guck mal. Ein weiterer Regionalexpress oder S-Bahn. Eins von beiden. Wollte ich F2 drücken. Nicht F2, sondern hier oben den Runtime. Wie komme ich auf F2? Den würde ich anschalten und würde mir einmal sagen, bitte nach Coswig Track 9A, meine 9A. Und dann gucken wir einmal, ob es funktioniert hat. Jo, hat. Dann wieder Wagen wieder ankuppeln. Ich glaube, mit dem Wagen hätte es nicht funktioniert. Kann auch sein, dass es mit dem Wagen funktioniert hatte. Aber ich meine nicht. Wenn man nämlich so Sachen zusammenstellt, dann mag das nicht. Wenn man so eine eigene... Wenn man sagt, ich spawn jetzt einen ganzen Zug hier rein, ohne dass man selbst was zusammenkoppelt, dann akzeptiert das meistens. Aber wenn man sowas selber zusammenstellt, das mag er nicht. So. Weiche sollte... Die ist nicht richtig gestellt. Nee, ist sie schon. Nee, hat er auch gemacht. Ich wollte gerade sagen, die Weichen stellen sich dann eigentlich auch richtig. Nee, Quatsch, ich nicht richtig gestellt. Ich bin doof, ja. Ist ja auch auf geradeaus gestellt. So, das machen wir mal ganz kurz hier so. Mal die Weiche stellen. Dann war alle drei Weichenstellmethoden mal durch. Mit der Außenkamera hinlaufen und mit der neuen, mit der Kartenübersicht. Auch so können wir natürlich Weichen stellen. So, links, jetzt ist richtig. Und dann... Also für uns, da müssen wir mal gucken, ob sonst alles richtig gestellt ist. Mal schauen, wir wollen ja hier entlang, genau. Hier ist grün, sonst sollte es gut sein, dass wir da zurückkommen. Perfekt. Dann. Rein. Die lösen. Gehen wir auf die 3. Ja, die brauchen wir nämlich jetzt wieder. Wir müssen jetzt wieder Rangierbegleiter spielen. Setzen den Zug zurück. Und fahren dann vorwärts Richtung Riesa raus. Und eine weitere Regionalbahn rollt ein. Ich weiß gar nicht, ob uns gleich noch den Weg kreuzt. Wird jetzt gerade blockieren? Ich glaube nicht. Komm her. Jetzt kommt was. Weil jetzt drücken wir wirklich einen ganz schön langen Zug da lang. Der 6 Wagen. Ist dann auch nicht ganz so leicht hier anzufahren. Da bremst man noch extrem, finde ich, ne? Irgendwie rollen tut er gerade nicht gut, besonders gut. Irgendwas angelegt? Ja, ist eine Lokbremse angelegt. Sind wir die ganze Zeit mit angelegter Lokbremse gefahren? Weiß es gar nicht.
Kann sein. Die Regionalbahn hat aber noch ein bisschen Aufenthalt in Kostwick. Sie hat dann auch ein rotes Signal. Kann sein, dass wir tatsächlich der im Weg stehen. Ich hoffe nur nicht, dass wir dann über das gleich müssen. Aber ich hätte gesagt, wir fahren so weit wir kommen. Ich versuche nach Riesa zu kommen. Wenn es der Gottmund nicht zulässt, dann lässt das nicht zu. Ja, ist richtig. Sehr schön. Ich hoffe, dass der hier lang fährt, aber sollte er auch. Also kann sein, dass wir noch durch den Regionalbahn, durch die Regionalbahn ein bisschen aufgehalten werden. Das kann ich noch nicht abschätzen, ob das funktioniert. Weil bis hier habe ich es ausprobiert. Also das habe ich alles noch ausprobiert gehabt, dass wir auch zurückkommen. Das funktionierte. Aber ob wir dann nach Riesa kamen, das habe ich dann nicht mehr ausprobiert. Vielleicht noch mal gucken, können wir auch gleich mal kurz an der Abfahrtstafel gleich am Bahnhof schauen, wann die Regionalbahn Abfahrt hat. Der Zug Abfahrt hat da, der uns auf dem Gleis steht. Und 350 Meter noch. Das Einzige, was ich mir jetzt vorstellen könnte, dass er möchte, dass wir mit der Lok so weit zurücksetzen, bis zu genau dem Punkt, wo wir hin müssen. Das kann sein. Dass er die Aufgabe als abgeschlossen ansieht. Aber jetzt hat hier vorne schon grünes Signal, das heißt, die Regionalbahn hat wohl Ausfahrt und sollte gleich an uns vorbeifahren. Denke ich mal. So, noch ein bisschen, nicht zu schnell drauf zu. Oh, da kommt die Gegenregionalbahn auch schon raus. Oh, akzeptiert das sogar, sehr schön. Sehr gut, dann zurück zum freien Spiel. Und wieder in unsere Lok rein. Ah, guck mal, dabei die beiden Regionalbahnen kommen hier gerade raus. Das heißt, kann sein, dass wir auf die andere eventuell noch warten müssen. Dass die noch Ausfahrt hat. Die kommt gerade auch vom Dresdner Hauptbahnhof, allerdings über den Bahnhof oder ja, über den am Rangierbahnhof Dresden-Friedrichstadt vorbei. Friedrichstadt sollte auch Bahnhof haben, der heißt dann auch Bahnhof Dresden-Friedrichstadt. So, dann aus vorne, den hier lösen. Und dann muss ich mal überlegen, wo wir uns in Riesa hin teleportieren oder hinführen lassen. Nicht teleportieren, sondern hinführen lassen. Denn das kommt jetzt auch darauf an, ob es dann funktioniert oder nicht. Ich meine, wenn wir jetzt überlegen, Riesa, einmal ganz kurz schauen. Riesa, 9. Wir müssten. Ich könnte auch direkt im Rangierbahnhof anenden, aber ich weiß nicht genau, wie die Gleise heißen. Da bin ich mir unsicher. Hier kann man es relativ gut abschätzen. Das ist Gleis 1, das ist Gleis 2, also 3. Ich würde den mal versuchen, auf Gleis 3 zu bekommen von hier aus. Weil das wird irgendwie eine andere Zahl sein. Ich bin mir sicher, dass das hier Gleis 3 ist. Wir probieren das mal mit Gleis 3. So. Würde gerne nach Riesa. Gleis 3.
Ach ja, jetzt haben wir die Lok natürlich dran. Ach, ich bin doof. Ich hätte die Lok abkuppeln sollen. Jetzt funktioniert wahrscheinlich. Ach, scheiße. Jetzt habe ich es kaputt gemacht, weil ich doof bin. Ich habe doch vorhin noch dran gedacht, dass man das abkuppeln muss, damit es funktioniert. Jetzt macht das wahrscheinlich nicht. Andere Idee, dann... Ich weiß, wie wir es sonst machen. Löschen wir kurz den Zug und spawnen ihn wieder. Weil das macht er jetzt nämlich nicht. Wir gucken nochmal, wenn wir jetzt nochmal hinlenken, aber ich denke, das wird er immer noch nicht machen. Man sieht das immer daran, wenn man Stellwerk kontaktiert und nichts kommt, dass es nicht funktioniert hat. Gut, Plan B. Wir löschen diese Lok. Und spawnen uns eine neue. Muss natürlich genug Abstand haben dazu. So, ich hätte gerne G6. Reicht das vom Stand? Was wir erstmal machen ist, auch wenn es manchmal nicht so richtig funktioniert, wir speichern einmal. Und jetzt seht ihr auch mal, wie ich das mache hier. Dann holen wir uns erstmal eine Freigabe für den Weg. Dann sollte das jetzt klappen. Denke ich mal. Das ist Plattform 3. Ob was macht. Ja, sehr schön. Jetzt hat es funktioniert. Nach hinten. Lösen. Weil das ist halt wirklich wichtig. Also wenn ihr auch mit dem Godmod rumspielt und ihr euch nicht sicher seid, ob ein Weg funktioniert, wo er schon gesagt hat, Stellwerk kontaktieren, wenn hier was steht, hat es funktioniert. Es sei denn, da steht irgendwie Weg, kann ich diesen Abseits des Weges. Hatte ich nämlich auch öfter. Dann funktioniert zwar, aber irgendwie hat das Spiel dann andere Fehler. Dass er euch nicht richtig erkennt, also funktioniert es dann eigentlich auch wieder nicht. So, wir können mal wieder langsam zurücksetzen. Sollen wir mal ganz kurz an die Zug ran? Ach ja, wir müssen eventuell auch nochmal mal schauen. Jetzt. Wir hätten uns jetzt auch eine andere Lok spawnen können, aber wir bleiben bei der G6. Die gefällt mir eigentlich ganz gut. Oh, wow, Lava. Was war das denn für eine Rangerausche an die Wagen? Können wir froh sein, dass wir nicht entgleistet bei der Geschwindigkeit. Kamera. Vorwärts wieder einstellen. Vorwärts. Lösen. Und dann langsam voraus. Und dann erwartet uns schon das erste gelbe Signal. Kann natürlich sein, dass wir nicht durchgelassen werden beim Meißen. Jetzt dürfen wir auch wieder schneller. Haben wir jetzt auch den Ferngang drin? Ich glaube, den haben wir jetzt automatisch drin. Ich schaue mal immer nach. Ganz kurz. Ich glaube, der meckert weh gleich. Ja, jetzt kriegt man direkt eine Zwangse. Fern ist drin. Das war eine Siefer-Zwangse, soweit ich weiß, wegen, weil wir aufgestanden sind. So. Ich wollte nur gucken, dass wir einen Ferngang drin haben, damit wir auch vernünftig fahren. Ich meine, wir haben eh gleich ein gelbes Signal, also haben wir jetzt nicht wirklich Zeit verloren.
glaube, wir sind auch richtig rum, ne? So hatten wir, sind wir auch vorne angekommen. Nicht, dass wir jetzt auch mal andersrum stehen als vorhin, weil wir den Lock noch gespawnt haben. Das würde ich auch eigentlich gerne vermeiden. Gelbes Signal immer noch vor uns. Warum befreie ich nicht möglich? Ist doch möglich. Ich meine, es war jetzt ein bisschen sinnlos, mich zu befreien, aber ich verstand gerade nicht, warum da. Ich habe nicht verstanden, warum da Befreiung nicht möglich stand. Na gut. Dann bin ich mal gespannt, was da noch für Züge vorlassen müssen. Die S-Bahn, hier steht noch eine Regionalbahn drin oder so. Kann auch sein, dass die andere Regionalbahn einfach noch vor uns fährt. Dass, wenn die weg ist, wir auch weiter dürfen. Keine Ahnung. Oder er noch vorgelassen wird. Wir werden es sehen. Wäre eigentlich logisch, wenn erstmal der gesamte Personenverkehr vorgelassen wird. Zwerg? Ne, wir haben grün. Ach, wir dürfen. Ach, sehr schön. Auf geht's nach Risa. Cool, dass das funktioniert. Ich meine, wir spielen ja jetzt auch schon eine Stunde 11. Das heißt, wir sind in Risa. Ich denke mal, höchstens 80 dürfen wir, glaube ich. Ja, wir bleiben auf jeden Fall unter 2 Stunden. Unter anderthalb, glaube ich, nicht. 1 Stunde 45 oder so. Wird die Folge wohl gehen. Aber ich mag so Szenarien hier im Spiel, wenn man erst so was zusammenkuppelt und dann das dann weiterfährt. Das ist eigentlich immer ganz cool. Bremsen sind alle gelöst. Ne, der hat nur echt Probleme hier gerade. Bei 0,3% Steigung. Ja, ist gar nicht schwer, der Zug. Warum kriegen wir den direkt in den Sieferzwang? Ich hasse, dass der Siefer so schnell immer anspringt hier. Hat irgendwie gefühlt weniger Zeit als bei anderen Loks. Ich meine, wir kriegen sie auch schnell wieder ausgelöst. Ach, er wird sogar. Wir werden sogar vorgelassen vor der Regionalbahn. Auch nicht schlecht. Gut, die hält ab und zu, aber normalerweise würde das, glaube ich, in Realität nicht passieren. Wenn mir so eine kleine G6 mit ein paar Wagen dran vorbei will. Zu schnell für die Weiche? Nö. Er sagt ihr, ja, mit 60 dürfen wir die Weiche nehmen. Ist gut. Und auch auf der anderen Seite steht jemand, der auf uns wartet. Oh, 204. Sehr cool. Mit einem Güterzug. Mit BR 204 steht da mit einem Güterzug und wartet auch auf uns, dass wir mal das Gleis frei machen. Lass uns jetzt mal auf beschleunigen. Komm, jetzt wollen wir mal gucken, was er hier schafft. Ja, 50 oder 60 mehr schafft er damit nicht. Steht der Kollege mit einer BA204 und einem langen Kesselzug. Da dauert sich zu schleppen. Wo so lang ist er auch gar nicht, ne? Nee, passt. Kriegt jetzt 204, glaube ich, auch ganz gut hin, auch wenn es so eine Rangier-Diesel-Lok ist.
schön, die G6 nochmal auf eine andere Strecke zu fahren, als wo sind wir mal gefahren? Genau, Rhein-Ruhr-Osten sind wir relativ häufig mit der gefahren, weil die ganzen Szenarien dafür da halt waren. Und dann habe ich sie, glaube ich, bin ich sie, glaube ich, nie wieder gefahren, obwohl man sie ja oftmals auch auf in Fahrplanfahrten nutzen kann, wo zum Beispiel die 363 eigentlich fährt. Und so verschieden groß sind die Wagen, die beiden Stahlwagen. Verschiedene Größen nochmal, sehr cool. Mir vorher gar nicht so aufgefallen. Ja, wir sind auf Leistung Max. Höchstgeschwindigkeit meine ich 80. Von der G6. Müsste auch hier irgendwo drin stehen. Mehr schneller als 80 dürfen wir mit der bestimmt nicht. Nee, wir bleiben auf jeden Fall bei 80, da würde ich sagen. Da bin ich noch gespannt, ob wir hinter Nünschritz und Riesa gut durchkommen. Da kommt ja noch die Fernverkehrsstrecke zu. Da kommen noch die ICEs und einige weitere Güterzüge mit auf die Strecke. Da kann es sein, dass wir dann nochmal aufgehalten werden. Weil wir sind ja jetzt sozusagen zusätzlicher Zug für den Fahrplan. Der jetzt keinen eigenen Slot hat, wo er durchfahren kann, zum Beispiel mit Grüner Welle und der nächste Regionalzug. Wir halten, glaube ich, den Verkehr ziemlich hinter uns auf, die Regionalbahn. Gut, ich verstehe auch nicht, warum wir jetzt vorgelassen wurden, aber... Die Regionalbahn werden wir vermutlich ein bisschen aufhalten. Aber sonst würde ich mich das wirklich mal interessieren, was er von diesen Folgen haltet, von diesen Gottmord-Folgen. Ich war auch erstaunt, ich bin da einfach mal so ein bisschen, ich laufe ja gerne mal so ein bisschen über die TSW-Karten und schaue mir die so ein bisschen an, auch tatsächlich. Und habe dann da dieses Gebiet gefunden und dachte mir so, guck mal, da musst du irgendwas mal mitmachen. Und ich finde es gerade ziemlich cool, dass es das auch funktioniert, dass wir nach Riesa fahren können. Es gibt nämlich oftmals das Problem, dass es nicht funktioniert. Mit dem Gottmord, aber viele Sachen gehen auch. Viele Sachen, wo ich auch erstaunt bin, dass er da Wege findet. Leider sehen wir gerade keinen anderen Zug. Hier würde dann, sollte hier ein IC oder IC oder Güterzug entlangfahren, würden wir den hier sehen. Das ist nämlich die Umgehungstrasse für unsere Strecke und auch die Trasse Richtung Berlin. Ich gucke gerade noch so ein bisschen, ob ich irgendwas sehe an Zügen. Leider nicht. Schade. Wäre nicht jetzt gut gefunden, wenn ihr ein IC oder ICE oder so lang düst. Ich glaube, ein, zwei Mal hatten wir schon mal das Glück. Naja. Wir haben
mit 70 geht es jetzt hier ganz entspannt entlang. Ne, mehr schaffen wir auch nicht. Gerade fahren wir die ganze Zeit ein bisschen bergauf? Ja, so ein bisschen die ganze Zeit. Ich habe Sommer eingestellt, meine ich. Ich schaue mal kurz nach. 24. Juni, Juli. Ja, Sommer. Also nicht so wahrscheinlich, dass es anfängt zu regnen. Kann aber auch immer passieren mit dem dynamischen Wetter. Und alles weiterhin grün. Ich meine, gut, die Regionalbahn, die uns aufhalten könnte, fährt hinter uns. Also brauchen wir uns darüber schon mal keine Sorgen machen. Ich glaube, es ist sogar besser, das hier so im Gottmod zu machen, weil man, also bei uns aus der Richtung wäre es, glaube ich, kein Problem. Sonst hat man auf der Strecke oftmals das Problem, dass hier so ein großer Abschnitt auf einmal immer im Gegengleis gefahren wird, wenn man von Riesa auskommt. Das ist ja irgendwie so ein Bug, wenn man das mit einem Szenario-Editor was zusammenbaut. Da ist dieser Gottmod schon ganz cool und ich glaube, da ist es nicht so. Ich weiß nicht, ob man da im Gegengleis erst fährt. Keine Ahnung. Kann auch sein. Müsste man ausprobieren, wenn man von der anderen Seite aus fährt. Hier wieder die Kühe, die der sehr viel Vertrauen entgegengebracht wird. Diese Kühe. Warum? Weil hier überhaupt kein Zaun ist zur Absicherung zur Bahnstrecke. Bisschen risky, dass man die nicht. Dass die nicht mehr auf die Gleise laufen. Wir fahren über 80, ne? Wir fahren gerade, wie schnell fahren wir denn? Jetzt machen wir fast 90, ne? 85. Ja, wir hatten gesagt 80, ne? Lass uns mal wieder rausnehmen. Höchstgeschwindigkeit 80, Schleppgeschwindigkeit 80, genau. Deswegen sollten wir nicht mit 85 durch die Gegend heizen. Fahren wir bergab? Ein wenig. Dann lass uns mal ganz bisschen reingehen in die Bremse. Nicht viel. Nur so ein bisschen. Müssten wir gleich schon, sind wir gleich schon in Priesterwitz oder Nünschritz? Ich weiß nicht. Nee, Priesterwitz ist das nicht Nünschritz, ne? Priesterwitz ist das, wo man hinter. Wo, dahinter ist kurz, dahinter ist die Abzweigung Richtung Großenhallen. Und ein Stückchen weiter noch ist dann. Wird dann die Strecke. Die Fernverkehrsstrecke oder die Umgehungsstrecke und unsere Regionalstrecke wieder vereinigt. Da kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass dann auch irgendwas kommt, was vorgelassen wird. Müssen irgendwann auch mal den Güterbahnhof in Riesa noch mal erkunden. Und da mal ein bisschen rangieren. Vielleicht machen wir das dann auch mal irgendwann. Ich weiß nicht, kommt man zum Hafen runter in Riesa? Ich weiß es gar nicht. Also diese No Boundaries Mod sollte ich installiert haben. Aber ich weiß nicht, ob die auf dieser Strecke funktioniert. Ich meine nicht. Also es gab mal so eine Mod für so ein paar Strecken, dass man da über rumlaufen kann. Und die habe ich installiert.
beschleunigen noch auf die 100. Auf die 80, würde ich gerade sagen 100, nein, auf die 80. Jetzt geht es nämlich wieder so ein bisschen bergauf hier. Da vorne ist schon Priestewitz. Und hier würde man, wenn man ein Szenario erstellt, auf unser Gleis rübergelandet werden, auch wenn man von Risa kommt. Das ist halt so ein nerviger Bug. Und ich vermute ja, dass dieser Bug daherkommt, dass das Spiel die Grundeinstellung drin hat, Zugverkehr immer nach links zu verlegen, weil das britische Entwickler sind. Und die das für jeden Streckenabschnitt einzeln bestimmen muss, nein, der Zugverkehr gehört normalerweise nach rechts. Und da haben sie es wahrscheinlich einfach vergessen. Denke ich mal, keine Ahnung, irgendwie so wird es sein. Was ich jetzt einmal gucken will. Eine Minute, ja gut, das geht ja noch. Er hat jetzt eine Minute dank uns. Ist ja noch in Ordnung. Aber der endet den Großenhain? Ist doch falsch. Der müsste eigentlich Richtung Cottbus weiterfahren. Warum steht denn die Anzeige, der endet den Großenhain? Leistung raus. Dann überholen wir hier die Autos. Obwohl, so viel schneller sind wir wahrscheinlich gar nicht als die. Das fahren die hier 60 oder so auf der schmalen Straße. Glaube ich nicht im Dorf, obwohl, naja, so halb, ne? Aber schneller als 60 kannst du auf dieser schmalen Straße hier rechts auch nicht fahren. Oder 50 oder so. Dann kommt gleich rechts irgendwo wieder die Umgehungsstrecke. Was ist schon? Ne, noch nicht. Sollte aber gleich die rechts hier wieder auf unsere Strecke führen. Bisschen zu schnell sind wir. Ich achte mal drauf, wenn es mehr wird, gehe ich dann ein bisschen in die Bremse. 82, komm. Passt. Da kommt die andere Strecke. Aber auch hier. Alles grün. Sehr schön. Witzig wäre jetzt, wenn jetzt hier noch ICE irgendwo rechts hält und noch was und wir deswegen oder er deswegen warten muss, weil wir hier jetzt mal ran vorbei müssen. Wahrscheinlich nicht so.
gucken, ob wir irgendwas sehen da hinten. Nee. Sieht gut aus. Beschleunigen. Und da vorne ist dann schon, baut sich gerade auf, Wildschritz. Wo dann auch mal die D63 fährt. Mal gucken, ob die uns entgegenkommt. Wäre auch interessant. Da haben wir heute alle Rangierloks gesehen, die es in TSW gibt bisher. Oder hauptsächlich Rangierloks. G6, 363 und 204. Also ich rede natürlich von den Deutschen. Kommt da eigentlich noch irgendwie was? Weiß ich gar nicht. Ne? Rangierloks wüsste ich jetzt nicht. Aber gut, das reicht doch erstmal an Rangierloks, glaube ich. Ist mir das ein bisschen schnell. Warum bremsen wir denn noch? Wir sind doch... Ach, ich habe sie angelegt. Ich wollte sie lösen. Ja, Lava, ich bin wieder zu doof. Guck mal, da steht sie sogar gerade. Wartet zufällig auf Ausfahrt? Ich glaube ja. Ich glaube, wir haben Vorrang. Oh, jetzt haben wir natürlich hier ein Problem. Wenn wir so stark an der Bremse sind und wir ein bisschen bergauf fahren. Ja, sie geht bergab. Okay. Warum beschleunigen wir dann nicht? Die Bremse nicht vernünftig gelöst ist oder so? Interessant. Da sind links die Chemiewerke von Lindschritz. Und da steht die Stadt 63, die hier noch wartet. Ich denke mal, dass wir wegfahren. Was sind das für drei Lichter da? Ach nee, das war von der Stadt 63 vermutlich. Die Spiegelung hier. Und ein Talent fährt wieder vorbei. Ein RE aus Leipzig kommt. Dann sind wir, wie viele Kilometer haben wir noch? 8,3, also ist wirklich nicht mehr weit. Dann sind wir schon in Riesa. Und dann haben wir circa, was hat er gesagt, eine Stunde 45, habe ich vorhin geschätzt. Das passt so ganz gut. Sind wir dann gefahren. Ich stelle mich hier gleich mal auf den Bahnhof. Ich würde ihn gerne mal vorbeifahren lassen, weil wir es hinkriegen.
würden wir hier gerade auf den Zug warten in Richtung Riesa. Und dann diese hier, die G6 vorbei. Dann kommt hier der nächste. 8.57 Uhr. Oh, der müsste auch schon da sein. Hängt der auch hinter uns. Und eine 185 kommt vorbei. Mit dem Autozug. Das ist. Was ist denn der Bahnhof jetzt gleich nochmal? Bin mir gar nicht sicher. Hat auf jeden Fall einen netten Bahnübergang in der Mitte des Bahnhofs. Mit den Bahnsteigen jeweils versetzt. Ist immer ein schönes Design, finde ich. Und der nächste Güterzug. Müssen wir ein bisschen darauf achten, nicht dass. Weil es kommt immer so zu einer Zeit, dass relativ viele Güterzüge dann oben von Röderau. Röderau heißt, glaube ich, der Ort, wo sie dann runterfahren hier auf die Strecke. Dann kann es natürlich sein, dass die vorgelassen werden. Müssen wir mal drauf achten. Bisher aber alles grün und wunderbar frei. Jetzt kommen wir gleich vorbei hier an dem See, oder war das ein See hier links? Kiesbecken? Ich glaube, es ist irgendwie eine Sandgrube oder irgendwie sowas ist es. Der Sand abgebaut, Kies oder irgendwie sowas. Dann ist da ein See entstanden. Hier meine ich. Das sieht eher aus wie, das ist irgendein Abbaugebiet. Keine Ahnung, was hier abgebaut wird. Schade, dass es keinen Gleisanschluss hat. Jetzt kommt die Strecke aus. Ach, wo kommt denn her? Etzerwerda? Etzerwerda, genau. Hier können wir eigentlich auch mal so ein bisschen noch entlang fahren. Machen wir so eine 5-Minuten-Folge, wo wir einfach nur diesen kleinen Abschnitt von Etzerwerda, den es hier gibt. Das ist ja nur so eine kleine Einfahrt bis Riesa fahren. Vielleicht als Ausgleich für diese 1,5-Stunden-Folge oder 1 Stunde 40-Folge, die ich gerade mache. Hier ist diese Abzweigrichtung Röderau, die ich meinte. Oder Röderau? Röderau? Ich glaube Röderau. Da hinten starten dann die Güterzüge. Ich sehe jetzt aber gerade keinen, der da steht. Ein ICE. Auf dem Weg nach Dresden. Ich hoffe ja, dass es den T nochmal irgendwie gibt, den ICE-T. Aber ich glaube, jetzt haben sie erstmal den ICE-1 gebaut. Jetzt kommt erstmal so schnell kein neuer ICE, weil die auch sehr aufwendig zu bauen sind. Mit den vielen verschiedenen Wagen. Ich
Vielleicht der Zweier. Das ist ein bisschen, obwohl so wirklich ähnlich ist da zum Einser auch nicht. Nee, nee. Müsste trotzdem alles gerne verändert werden. So. 80, gut, das ist jetzt. Ich muss da trotzdem bestätigen, soweit ich weiß, aber für uns trotzdem eher uninteressant. Wir haben nämlich eine Höchstgeschwindigkeit von 80. Dann erreichen wir gleich den Risa hier links schon mal mit den Wohnklötzen. Hintergrund. Die großen Wohnblöcken. Gelb für uns. Das ist die Einfahrt in Risa. Und hier ordentlich was los auf der Straße. Die Bundesstraße, die hier nach Risa reinführt. Keine Ahnung, was das ist. In Risa persönlich, in Risa selbst war ich ja auch noch nie. Ich bin nur einmal durchgefahren. Mit dem Zug. Und hier runter zum Hafen. Sieht man den Hafen eigentlich? Der müsste rechts von uns. Meine. Ich sehe den Hafen auf jeden Fall nicht. Irgendwelche Hafengleise oder so. Und dann sollten wir jetzt mal bremsen. Stehen ein bisschen sehr früh. Lass uns noch ein bisschen vorziehen. Sehr schön, dann sind wir in Risa angekommen. Und das war mal eine schöne Gottmord-Folge, fand ich. Hast den Zug selber zusammengestellt. In Gebieten, die man sonst aus TSW so gar nicht kennt. Und ihn dann bis Risa gefahren. Ein bisschen ruhigere Folge. Ich habe auch ein bisschen sehr ruhig kommentiert. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vielleicht irgendwie zum Abend zum Schauen ganz schön. Keine aufregende S-Bahn-Fahrt, so viel kann man schon mal sagen. Dann würde ich sagen, stellen wir den jetzt hier gleich ab. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und tschüss.